Esterházy liebte ein Instrument über alles, das Bariton. Es war ähnlich wie ein Cello gebaut und er spielte wirklich sehr gut darauf. Da war es klar, dass ich auch Stücke für dieses Instrument komponieren musste. Was glaubst du, Michaela, wie viele Baritonstücke ich für den Fürsten geschrieben habe? Na ja, vielleicht 12? Oder gar 20? 30? Nein, ganz falsch. Es waren 175. Da fällt mir gerade noch was ein. Als ich bei Esterházy einmal mit Maria Theresia sprechen konnte, erzählte ich ihr von einer Begegnung, an die sie sich nicht mehr erinnern konnte. Viele Jahre früher, in meiner Zeit als Sängerknabe, hatten wir einmal mit großem Geschrei auf dem Baugerüst des neuen Palastes in Schönbrunn herumgetobt. Maria Theresia befahl, mir, dem Rädelsführer Josef, einen Klaps zu geben. Ein Lakai führte den Befehl sofort aus. Oh je, an die Ohrfeige erinnerte ich mich noch lange. Maria Theresia hörte sich die Geschichte lächelnd an und antwortete, es scheint, als ob sich die Schläge gelohnt hätten, da sie ein berühmter Mann geworden sind. Thank you.